In Zeiten von Krankheit ist mein heutiges Thema und ich habe mich spontan für ein Mandala entschlossen und genau das passiert jetzt in diesem Video und während ich male, erfährst du wieder drei Empfehlungen, wie du Krisen erfolgreich meisterst und vielleicht sogar, wie du, oder teilweise geht man ja wirklich aus Krisen auch gestärkt hervor. Also viel Spaß und bis gleich. Ja, hier bin ich schon mittendrin im Mandala. Vom Papier, also jetzt erstmal das Material. Das ist dickes Aquarellpapier und ich arbeite hier mit Aquarellstiften und Aquarellfarben austoben. Das ist mir einfach das Liebste. Und ich habe auch wirklich jetzt mich nicht wirklich an Vorlagen gehalten, sondern es sollte ein Mandala entstehen, ja, wo wirklich mit viel Freiraum, Intuition und ich wusste wirklich auch am Anfang gar nicht so recht, wohin die Reise geht mit dem Mandala. Wer meine Bilder kennt, weiß ja, dass es jetzt nicht so mein Stil ist, ne? Aber die Mandala zu malen oder auch Mandala, das ist jetzt so die erste Empfehlung, bei Krankheit, Krisen, überhaupt so ein Mandala zu betrachten, beruhigt den Geist ungemein. Also bin teilweise wirklich selber total baff, wie mich nur das Betrachten von so einem Mandala total beruhigt, ja. Und natürlich ersetzt das Mandala-Malen kein Arztbesuch, ne, das ist klar. Oder sollte klar sein. Aber man kann Mandala malen immer begleitend, eben. Also heute fehlt mir irgendwie die Worte. Ich habe jetzt aber keine Lust, die ganze Zeit immer wieder auf Stopp zu drücken. Naja, okay, ist so. Also begleitend auf jeden Fall ist es sehr hilfreich, so rum, ne? Und man kann es auch, also anders ausgedrückt, oftmals morgens, ja, morgens kurz nach dem Aufstehen, wenn man sich da dann schon hinsetzt und an dem Mandala weiter malt, dann wirst du auch spüren oder merken, dass der ganze Tag oder dass sich der Tag anders gestaltet, positiver oftmals. Und du hast ja auch die Möglichkeit, von den Farben deine Farben zu wählen. Man kann Mandalas auch nur in einem Farbton gestalten. Hier war mir wichtig, dass Blau mit dabei ist. Blau, Wasser, wir kommen aus dem Wasser, Leben, ne? Ich wollte Grün, Rot, Gelbtöne mit dabei haben. Und es ist jetzt so gesehen, es gibt natürlich im Internet unglaublich ja, vielfältige Mandala. Und das ist jetzt eher einfach gehalten, ne? Und du siehst auch von den Formen, von den einzelnen Farbformgebungen, es ist simpel. Das war mir jetzt auch wichtig, dass es ein einfaches Konstrukt ist. Ja, also nicht irgendwie total kompliziert, sondern das ist wirklich nur entstanden mit einem Lineal und natürlich mit dem Zirkel, mit dem großen Zirkel. Und den äußersten Rand, das sieht man, den musste ich sogar mit Hand zeichnen und Lineal ausmessen, weil ich ja gar nicht so einen großen Zirkel besitze. Und ich habe mich natürlich auch ein bisschen eingelesen mit Mandala. Und da gibt es eine ganze Menge auf mandala.de. Also ich fand es wirklich ganz toll, was man dort nachlesen kann. Ich persönlich kann es nur bestätigen. Also die Konzentration verbessert sich. Auf jeden Fall, ja. Und allein schon das Malen schenkt einem Kraft und unglaublich viel Energie. Und manchmal sitze ich dann abends nur davor und betrachte diese Klarheit,
die ich ja dann auch ins Leben transportieren kann. Und jetzt nochmals zu den Krisen im Leben. Oftmals braucht es paar Jahre, bis man, oder Monate, jetzt nicht Jahre, bis man dann tatsächlich merkt, Mensch, also die Krise oder diese Krankheit oder dieser Moment, dieser schmerzhafte Moment im Leben hat mich eigentlich weitergebracht. Ja, ich sehe Dinge anders, ich fokussiere mich wieder mehr, ich guck eher, was wirklich wichtig ist im Leben und lass den ganzen Ballast los. Und somit, ja, ist Mandala wie das Leben selbst. Danke, dass du mit dabei warst.